Okay, willkommen zurück zu The Minish Cap. Und heute müssen wir uns vom Bürgermeister oder vom Bürgermeister Strandhütter, wie auch immer, das Buch zurückholen. Mit einem kleinen Umweg zur Lonlon Farm, weil wir erinnern uns, in der letzten Folge haben wir Fragmente vereint. Und da ist ein mystischer neuer Gang erschienen und den müssen wir erstmal erkunden. Wir werden sehen. Und es ist. Ah, die große Geldbörse, geil. Okay, man sieht, dass unten glänzt jetzt dieser Rubin. Ich glaube, das waren auch die letzte. Ich glaube, jetzt kann ich bis zu 999 und das ist dann auch das Maximum. Geile Sache auf jeden Fall. Jetzt kann ich mir auf jeden Fall auch, ups, geil. Kann ich mir auch 600 zusammen sparen, sag ich mal, um dann hier, ne, mir größere Pfeilköcher zu kaufen. Jetzt gehen wir erstmal hier lang. Und wir sehen, da unten ist, was ist das? Ein grauer Tingel. Bist du Herr Fee? Du bist doch Herr Fee, oder? Tingel, hätten wir ihm Fragmente geben. Du willst Fragmente vereinen, sagte er. Wie sieht's aus? Okay. David Junior. Okay, David Junior. Und auch hier geht an derselben Stelle, fast bei derselben Stelle wie bei Tingel, eine Tür auf. Und es ist genau hier. Unglaublich, sie passen. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist geil. Aber was nicht so geil ist, ist, dass ich hier nirgendwo weiterkomme. Aber ich wüsste schon, wo ich hin muss. Ich muss nämlich jetzt ganz woanders erstmal ein bisschen hergehen. Und zwar erstmal hier lang. Oh Mann, jetzt hier Wasser im Weg. Oh, Link muss dringend mal lernen zu schwimmen. Gut, das ist mal wirklich ein bisschen umweglich. Umweghaft. Ein Umweg. Aber auf jeden Fall. Oh, Moment. Das Geld will ich gerne haben. Ups. Oh, geil. Noch mehr Geld für mich. Jetzt kann ich. Nee. Komme ich nie entlang. Ach so, einfach nur auf die Seite. Ist ja geil. Bringt mir aber nichts. Aber wenn ich jetzt hier runter gehe, dann komme ich in Tiloria Wald. Ach, und hier ist der starke Octorok. Den mache ich jetzt einfach mal schnell fertig. Ein bisschen extra Geld schadet dir nie. Boah, der hält was aus. Alles klar. Und dafür 100 Rubine verdient. Auf jeden Fall sogar verdient. Und hier unten war doch... Ja, hier war noch ein Schatz. Ein Glücksfragment ist es. So, und hier kommen wir nämlich weiter, weil hier gibt's ja, habt ihr bestimmt schon ein paar Mal gesehen, solche komischen Türen. Die können wir öffnen, da wir die Maulwurfshandschuhe haben. Hier rein und ja, hier sind so geheime Gänge. Oh, hier sind auch manchmal Schätze versteckt. Also auf jeden Fall immer wert zu erkunden. Das ist jetzt auf jeden Fall der Durchgang. Bist du eine Falle? Ja. War eigentlich schon ziemlich klar. Dafür gibt's das. Und jetzt geht's hier hoch. Ehrlich gesagt will ich jetzt mal ein bisschen weiter gucken, bevor ich hier hochgehe. Was nämlich da hinten ist. Da unten sind auch noch zwei Schätze. Ich weiß gar nicht, ob ich von hier dahin kann. Oh, was? Ach, der kann mir mein Schild stehlen. Oh, 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 oh. Böse Viecher. Ja, und hier ist so eine komische Wand. Also die gibt es ein paar Mal in diesem Spiel. Und die will Fragmente vereinen. Wundersame Wand. Also immer in diesen Höhlen sind sie. Und der macht dann zum Beispiel, ja, in dem Fall das hier. Ihr kennt den Goron noch, der ja nicht durchkam. Ich fühle mich so stark. Eisenerz, yeah! Und, boah, er schlägt Boss-like hier durch. Boah, wahrscheinlich eine Bombe gereicht hätte. Und die Tür ist endlich auf. Oh, endlich ist sie offen. Ich gehe gleich hinein. Jo. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Dann gucke ich da gleich auch noch auf dem Rückweg vorbei. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier lang zu gehen. Okay, dann mal hier hoch. Übrigens kann ich auch den Boden durchbuddeln. Nur mal so. Oh, wie komme ich denn da ran? Von hier aus anscheinend gar nicht. Aber dafür sind wir beim Bürgermeisterhaus angekommen. Und da ist es. Aber auch hier müssen wir als Minish her. Ärgerlich, ärgerlich. Und das mache ich ja so schon mal gar nicht. Oh, es glitzert. Es ist sehr verdächtig. Da, ein Portal ist drin versteckt. Dann gehen wir hier runter. Und da ist wieder so ein Blatt. Kennt man ja noch. Von ja, etwas früheren Parts.
hauen uns erstmal kurz hier runter. Boah, dauert auch schon etwas lange. Okay, und angekommen. Ups, ja. Hauen uns hier rüber. Warum das Ding auch immer herschwimmt. Ich weiß nicht, ob es der Strom ist, der das macht. Also der Wasserstrom natürlich. Und dann wäre dieses Buch auch schon wieder auf dem festen Boden. Das muss ich noch zurück uns mir holen. Okay, komm, ganz schnell, ganz schnell. Okay, eigentlich kann ich auch ein bisschen langsamer drücken. Das macht endlich keinen Unterschied, weil es selbe Tempo hat. Und plötzlich sind da Gegner. Eben waren auch gar keine Gegner. Eben war es einfach nur Weg. Ohne Gegner. Okay, dann wieder vergrößern und einsacken. Ha, Sack. Dann hätte ich hier endlich erstmal meine Mission erfüllt. Jetzt muss ich nur zurück. Das mache ich einfach ganz schnell, indem ich mir zurück in die Start singe. Moment, eigentlich. Moment, nein, 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 ich will nicht mit. Ich habe mal. Ich frage mich gerade, wenn ich den hier mache und mich dann hier drauf stelle, dann nimmt er mich gar nicht mehr mit. Das ist voll unverschämt. Also nichts wie zurück nach Hyrule. Jo. Und auch das letzte Buch wieder mal abgeben. Übrigens hört mich der Vogel natürlich nur draußen. Wenn ich hier drin spiele, passiert da gar nichts. Sollte eigentlich klar sein. Okay, das ist das Buch. Alles über Masken, lange überfällig. Der Bürgermeister ist so nachlässig. War es nicht schwierig, das Buch zu bekommen? Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Danke, Link. Gibt's eine Belohnung? Was eine große Hilfe. Dank meiner Hilfe sind... Nee, dank deiner Hilfe sind alle ausgeliehenen Bücher wieder da. Du verdienst einen tosenden Beifall. Jetzt können wir die Bücher im ersten Stock wieder ordentlich hinstellen. Vater Orko wird sich bitte darum kümmern. Hier bin ich. Schon so gut wie erledigt. Oh, Vater Orko rast wie ein Wahnsinniger, holt die Bücher und trägt sie auf seinem Kopf und rennt wieder hoch. Boah, das war mal cool. Das Bücherregal ist wieder ordentlich. Wunderbar. Sieh dich nun ruhig um. Okay. Das mache ich. Also dann. Alle Bücher sind wieder erfolgreich hingebracht. Ach, jetzt habe ich vergessen, auf dem Rückweg beim Geronen da vorbeizuschauen. Egal, das mache ich noch. Das mache ich auf jeden Fall noch. Jetzt kann ich hier hoch. Ist das überhaupt der richtige Weg jetzt? Ja. Dann hier lang und hier hoch. Das ist ein cooler kleiner Survival-Weg, mehr oder weniger. Dann hier runter und in das coole irische Buch rein. Ja, das Buch hat eine Tür. Nicht schlecht, oder? Der sieht fast aus wie der Älteste. Aus dem Tiloria-Wald, ihr erinnert euch noch. Also aus diesem Minish-Dorf, wo wir ganz am Anfang waren. Und hier erscheint ja, entweder ein Schatz oder ein Gegner, nehme ich mal an. Es ist ein Gegner. Okay. Also wenn wir ein bisschen Geld brauchen, wissen wir ja wo. Das wird gepasst. Ich denke, es geschieht etwas Gutes, aber jetzt reden wir mal mit dir. Oh, Besuch, eine seltene Ehre. Studios ist schon seit einer Weile weg und ich bin so einsam. Was führt dich zu mir? Oh, der Tempel ist Tropfen. Du willst also dorthin gehen. Gut, ein selten mutiger Mensch. Stell dich zum Kleeblatt dort hinten. Okay. Mit der Ruhe stell ich erstmal dahin. Hoho, öffne dich, Wunderklappe. Hä? Was? Oh, was? Und das ist in einem Buch drin? Gut gefallen. Also ich bin gespannt, ob es mit meinem Trick gelingt, ans Werkzeug zu kommen. Das ist ein echt uncooler Trick. Au, ich habe in die Hüfte gestoßen. Oder das Knie? Es tut jedenfalls weh. Dieser Lextra ist mir ein Rätsel. Wie ist denn in den Tempel des Tropfens hineinkommen? Die Lösungsrätsel liegt vor uns. Lass uns hineingehen. Lextra. Ne, Lextra heißt er. Ne? Ich spreche den mal Lextra aus. Ist natürlich total falsch. Wie komme ich denn? Ach so. Also dann. Wir sind wieder in so einer Höhle, wo wir schon mal waren. Dann müssen wir uns einfach... Wo haben wir hier unseren Krug? Rübersaugen. Perfekt. Oh, es kommt ein Fehler dazu. Schön. Hätte ich eigentlich auch gerne... Oh. Ach, von der Seite können wir sie angreifen. Die haben so eine Art Bumerang-Scheren oder so. Die auch schützen gleichzeitig. Aber natürlich nur, wenn sie... gerade bei sich haben. Das heißt, hier drin haben wir jetzt endlich unsere Schwimmflossen und können unseren Weg herschwimmen. Ja, endlich. So schwimme ich und so tauche ich. Wurde mal wirklich Zeit.
So, jetzt gibt's hier, boah, drei Wege gleich. Okay, hier ist ein Schatz. Aber er ist eingefroren. Den kann ich momentan nicht öffnen. Hier unten. Was ist denn hier unten? Ah, hier schwimme ich also wieder raus. Und was auf der anderen Seite gewesen? Oh, jetzt habe ich hier wieder eine ganze Zeit her lang. Oh, ist das nervig. Sollte ich dann nochmal zurück zu dem, mich bedanken oder so für diese Unverschämtheit? Ach so, hier waren wir... Ah klar, hier sind wir hergekommen. Okay, es war jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Na gut, jetzt wissen wir es ja besser. Ja, meine Güte, es dauert so lange. Okay, es sieht aus, als würde Link das Wasser echt trinken hier. Sich daher, naja, trinken so. Mehr oder weniger. Machen wir uns erstmal hier wieder groß. Und wissen endlich, wie wir zu unserem Dungeon kommen. Und das können wir dann gleich auch mal machen. Oder erstmal erkunde ich weiter die Stadt, weil jetzt, wo ich schwimmen kann. Oder an sich kann ich ja mal sowieso hier mal rein. Jetzt, wo ich die Handschuhe habe, meine ich. Und hier ist ein Schatz. Ja. Mit Fragment. Na also. Okay, mal schön die Wände durchsuchen nach diesen komischen Dingern da. Ihr wisst, welche ich meine. Und was haben wir hier? Noch ein Fragment. Und da unten. Oh, oh, fucking Spinne. Los, geh weg. Nerv mich nicht. Dann kann ich auch so töten. Durch die Wand. Richtig badass. Und hier ist noch so ein Weg. Sehr mysteriös. Rennen wir doch mal die Leiter runter. Ich komme bei einer Cave an. Krieg einen Rubin, einen fetten, der für 100 steht. Das finde ich fair. Kann das hier reinschieben. Kann ich aber auch... Naja, hier komme ich nicht raus. Blöd gelaufen. Na dann muss ich den Weg wieder zurück. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil ich erstmal Fat Cash bekommen habe. Darf mich erstmal wieder langbullen, weil in der kurzen Zeit, wo ich hier weg war, wächst alles nach. Vollkommen logisch. Aber bald habe ich schon meine 600 dann zusammen. Für einen größeren Fallköcher. Wobei 30 finde ich ist auch gar nicht mal so wenig. So, und wieder raus. Dann mal sehen. Ich kann hier ja rein. Ich bin ja schon mal, glaube ich, hier drin gewesen. Erinnert euch. Aber diesmal bringt es mir auch was, weil ich hierher schwimmen kann. Und kriegt noch einen großen Rubin. Okay, jetzt bin ich echt dicht an meiner 600. Kann den hier reinschieben, bin nämlich hier. Nur den dritten nicht. Ah, da muss ich noch einen anderen Weg finden. Auf jeden Fall, boah, hat sich auch das mal wieder gelohnt. Komm, jetzt so die paar kleinen Rubine wäre jetzt schon geil zu bekommen. Weil ich gehe mal zum Goron, vielleicht kriege ich ja bei dem ein bisschen was. Oder finde auf dem Weg was, sagen wir mal so. Oder, Moment. Nicht so schnell, eine Sache weiß ich noch. Ich gehe ins Bürgermeisterhaus. Und hier neben kann man ja auch runter. Aha, und da gibt es ein Glücksfragment. Und... Na komm, lad schneller. Ah, das kriege ich nicht weggeschoben. Zwei sind da wohl noch zu wenig. Ohne zu spoilern natürlich, ne? Ja gut, dann muss ich ja wohl ein andermal lang. Vielleicht wenn die beiden stärker sind oder ich eine andere Methode gelernt habe, man weiß es nicht.